Worauf freuen Sie sich bei der bevorstehenden WM? Auf Fußball. Und ich bin sehr gespannt auf eine WM zu einer ganz anderen Jahreszeit, ganz anderen Rhythmus, den man sonst gewohnt ist. Und das finde ich spannend. Das Thema, wo die stattfindet, lassen wir mal außen vor. Aber ich glaube, das wird interessant zu sehen, eine WM zu dieser Jahreszeit, wer damit am besten klarkommt. Wie werden die Deutschen abschneiden? Ja, das wäre schön, wenn ich das vorhersagen kann. Für mich muss ich, um ehrlich zu sein, ist von Gruppen aus bis WM-Sieg alles möglich. Sie sind selbst aus einer sportlichen Familie, um es mal so zu sagen. Was tun Sie selbst, um sportlich fit zu bleiben? Geh viel laufen, bin ein bisschen im Kraftraum unterwegs, gerne auch ein bisschen Tennis, dass man wieder im Ball im Spiel ist. Aber darauf, wo ich aktuell dann Lust drauf habe. Also das ist schön, diese Freiheit zu haben, sich das aussuchen zu können. Und auf jeden Fall versuche ich, sportlich zu bleiben. Wie ist das mit Ihrem Bruder? Trifft man sich manchmal? Macht man manchmal Sport zusammen? Ja, der macht ja genug Sport. Also jeden Tag Training und Spiel, das ist dann schwierig. Wir sehen uns auch nicht so oft. Aber wenn, dann gibt es natürlich das ein oder andere Tennismatch. Ja. Dankeschön. Alles klar.